Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Legion 9. Die Nebenmission, die Ritter von Camelot steht an. Und ich denke, so langsam aber sicher sind wir auf der Zielgeraden. Nach dieser Nebenmission haben wir nur noch eine Hauptmission offen, Sir Lancelot. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn es hier zum ganz, ganz großen Showdown kommt. Aber jetzt kommt zuerst mal die Mission, die Ritter von Camelot. Es scheint, als wäre es im tiefen Wald in letzter Zeit lebhafter geworden. Aber es geht nicht nur um die üblichen Sili-Kohorten. Unsere Späher berichten, dass die Ritter von Camelot in der Gegend ein Lager aufgeschlagen haben. Wir wissen nicht, ob sie irgendwelche Verbindungen zu den Sili haben, aber wir sollten das Schlimmste annehmen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sie es sich gemütlich machen. Und wenn wir schon einmal dort sind, warum zeigen wir den Sili nicht, wer das Sagen hat? Räuber, Sili und verfluchte Vasallen. Ja, ihr wisst, Sili, das sind so die Gegner, vor denen ich am meisten Respekt habe. Sili und An-Sili. Bin gespannt, wie viele das hier werden. Gehen wir's an. Mission, die Ritter von Camelot. Oh, bin ja richtig überrascht. Die Mission geht nicht mit einem Kampf los. Jetzt hatte ich mich schon langsam aber sicher dran gewöhnt. Such die Sili, such die Sili, such die Sili und hier oben säubere das Lager der Ritter. Okay, drei Lagerfeuer, vier große Kämpfe wahrscheinlich. Vielleicht das ein oder andere zwischendrin. Fangen wir's an. Laufen wir direkt mal hier zu diesem Lager westlich. So, und da geht's schon los. Oh, das sind die Kämpfen gegen irgendwelche Ritter oder Jäger oder sowas. Und was haben wir hier? Jede Menge Frühlingsbruten und eine Herrin des Sommers. Okay, die Herrin des Sommers hat Massensegen, mentale Schwächungsresistenz 75%. Okay, das heißt, wir können aber trotzdem Ketten legen. Wir machen mal diese beiden hier mit Kette. Könnten wir tatsächlich direkt sie treffen? Ja, warum nicht? Jetzt hat sie auch direkt Giftschaden. Und dann nehmen wir nochmal ihn. Doppelter Schaden. Sehr gut. So. Treffen wir mit dem Ding mehrere? Nicht wirklich. Todesbann. Ich würde. Warte mal, jetzt ist die Frage: Wie gehen wir da vor? Ihm den Todesbann? Und dann direkt mit einem Schwung. Genau. Das heißt, er stirbt schon. Ja, hier kommt der Kater gerade. So, wir holen. Ich würde mit den hier ziehen. Der ist noch full life. So, jetzt können wir ihn einmal wegstoßen und mit einem Distanzangriff töten. Und hier. Ja, kommen wir mit einem Sprungangriff ran. Das heißt, die beiden sind tot, der stirbt auch. Dann können wir uns jetzt eigentlich ein bisschen wieder zurückziehen. Die erreichen uns ja nicht. Warum sollten wir jetzt hier vorne stehen bleiben? Ist ja Quatsch, oder? Wir gehen hier hin, haben eine volle Deckung, machen uns die Anrufung des Mars rein und machen uns hier eine Wacht.
Und dann hier. Ja gut, der kommt ja eh nicht. Also, hier hin. Und schützendes Schild. Okay, Zug beenden. Er stirbt. Oh, sie hat... Ah, sie beschwört diese komischen... Das sind diese Kugeln. Diese Augen. Sieht aus wie Saurons Auge. Gut, gehen wir auf dich. Einmal. Zweimal und komm. Wir machen es ein drittes Mal. Mit ein bisschen Glück ist er raus. Nein. I know no mercy. Mit einem Schritt weiter kommen wir hier ran und können einen Angriff von hinten machen. Gut. Weg ist er. Zack, zack, Nekrose. Kann ich jetzt nicht? Doch, kann ich hier schlagen, oder? Ja. Einmal, zweimal, auch weg. Und dann machen wir den nochmal. Tartarus ist nice. Schlagen hier von hinten und wir können ihn. Jawohl. Schaut mal, das ist doch ein gutes Gemetzel. Und jetzt. Kommt der hier zum Einsatz, aber nicht ohne vorher noch zu laufen. Denn jetzt hat sie direkt mal ordentlich Schaden schon auf der Uhr. Okay. Wir drehen ihn noch rum. Und beenden den Zug. Ja, das war's schon. Eine sehr, sehr überschaubare Runde. Hierhin. Distanzangriff. Ein Feld weiter. Schwung. Und nochmal auf sie drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Augen nicht sterben, wenn sie stirbt. Weil die ja quasi nur beschworen sind. Ne? Das sind ja beschworene Einheiten. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ist auch egal. Ich komme eh nicht an sie ran. Das heißt, wir können hier das Auge töten. At your service. Und das auch. Just a friendly bout, till they are dead. Können wir hier ran springen? Dann müsste es das ja eigentlich schon gewesen sein, wenn uns das gelingt, ne? Komm. Ja. Gut. Das war's. Why am I not surprised by the outcome? Ja. Ich bin auch nicht überrascht. Das haben wir schon ganz gut hingekriegt. Aber bei Frühlingsbruten wird es mit Sicherheit nicht bleiben. Da kommen härtere Silie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier liegt eine Leiche und ein bisschen Beute. Ja, da oben wartet schon der nächste Cowboy-Store. Wir gehen trotzdem hier rüber jetzt als nächstes. Laufen das mal hier ab. Was ist das? Please help me, brave knights. I got robbed and I need my valuables back. Eigentlich ticken wir ja nicht so, aber vielleicht, also wir sagen es ihm mal, wir holen seine Wertsachen zurück, aber vielleicht behalten wir sie ja auch selbst. Neues Ziel, suche die, hole die gestohlenen Sachen zurück, wo auch immer das ist. Kriegen wir es angezeigt? Ja, hier, okay. Ist ja direkt. Das ist ja direkt hier.
Ja, ganz normales Diebesgesindel, oder? Ja, nichts Besonderes. Das heißt, wir können auch gleich die Kette machen auf ihn und ihn. Zwei Hauptmänner haben sie. Okay, na gut, wir treffen jetzt hier eh nicht wirklich, aber wir machen das mal, was mal so. Kriegen wir schon irgendwie hin. Bloß ist, sind die leider nicht, die stehen nicht gut, dass wir irgendwie mehrere auf einmal treffen können. Das fällt hier ein bisschen flach. Wir ziehen uns aber ihn hier, wenn es geht. Na, komm her. Dann stoßen wir ihn weg, holen uns Schwung. Jawohl. Okay. Halt. Kriegen wir ihn jetzt mit einem durchbohrenden. Ja, jetzt treffen wir beide. Gut. Und einen weiteren in den Rücken hinterher. Kriegen wir die noch raus? Ja, schon, oder? Okay. Oh, da kommt. Hauptmann ist gefallen. Hier kommt ein Captain. Der ist jetzt einfach so erschienen hier. Oder? Habe ich die. Oder war der Sound gerade wegen der Falle? Und der Captain steht da schon die ganze Zeit und ich habe den nicht gesehen. Ich würde es nicht ausschließen, Leute. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich den Captain übersehen habe. Wahrscheinlich war dem sogar so. So, was machen wir jetzt mit den verbliebenen Punkten? Ich komme an keinen weiteren dran. Nee, egal. Ist ja wurscht. Töten wir ihn. Und gehen wir ihm entgegen? Nee, wieso eigentlich? Die Fernkämpfer kommen wahrscheinlich nicht durch unsere Rüstung und er kommt noch nicht an uns ran in der Runde. Zug beenden. Na doch, einen Rüstungspunkt. Der wird geblockt. So, er kommt, aber kann nicht schlagen. Ihr selbes Spiel. Okay, dann sind wir schon dran. So, jetzt der Geisterangriff. Rückenstich. Einmal, zweimal Schwung. Und. Hä? Ich hatte einen zu wenig. Na gut, egal. Wir kommen hier hin und nehmen den Herzbohrer. Dann hat sich wenigstens das noch gelohnt. Eternal Rome! Einmal, zweimal Schwung und dreimal. Einmal, zweimal Schwung und dreimal.
Gut. Aus die Maus. Wir helfen hier oben, dann fällt nämlich der und dann können wir ihn in die Richtung hier drehen. Dann sind es keine Rückenstiche und wir gehen ein Feld zurück und wir gehen mit ihm hier hin und beenden den Zug. Okay, das ging nur auf die Rüstungspunkte und dann... Schwung. Jawohl. So, dann töten wir den. Eins. Zwei. Können wir schon wieder springen? Aber da komme ich nicht ran, oder? Da hinten. Doch, wir bewegen ihn weg. Und dann können wir, glaube ich, ranspringen, oder? Nee. Jetzt. Gut. Hä? Was ist jetzt? Ach, weil der noch steht. Jetzt hatte ich gerade. Weil der noch steht. Sammeln wir noch ein paar Seelen ein. I am ready. Okay, jetzt stirbt er. Well fought, brothers. Gut, wir haben seine Wertsachen gefunden, aber ob wir sie ihm bringen? Money is the soul of war. Sacken wir doch erstmal ein. Und jetzt, schön, bring sie zurück. Jetzt, ich hoffe, wir haben jetzt noch die Möglichkeit auf eine schöne dämonische Tat. Oh, you have returned with my valuables, brave knights! The tears of joy! Ja, eure Wertsachen decken kaum unsere Ausgaben, also behalten wir sie. Das war dämonisch. Und wir bekommen nochmal Schmuck, noch zweimal Schmuck, eine Waffenrune und Gold obendrauf. So. Und hier wartet der nächste Sili-Kampf auf uns. Oh, was macht... das ist ein Schrein. Okay. Vier Stück. Mit Massenresistenz. Was haben wir denn? Das Sili-Lord, Sommerritter, Sili-Lord, Sommerritter. Wir haben irgendwelche Nachteile. Flammensturm fügt angrenzenden Gegnern Brand zu, nachdem 3 weitere Angriffe erlitten wurden. Okay. Und eine Schwäche. Okay, die Kette können wir knicken hier. Aber wir können ja mal mit einem Bann anfangen, oder? Oder eine Entweihung. Wo ist denn... Ich würde sagen, diesen Sommerritter, den ziehen wir mal zu uns her. Mit 2 Feldern treffen wir eventuell 2. Leider nein, oder? Dann weiß ich nicht, ob ich es machen soll. Dann machen wir mal was anderes. Moment. Dann ziehen wir den Burschen mal ran. Geben ihm den ersten. Oh. Nehmen den Schwung.
So, und nehmen ihm mal den Großteil seiner Rüstung durch diese Aktion. Und dann schlagen wir hier drauf, holen uns aber jetzt den schützenden Schild. Eins, und wir werfen den mal hier hin, den haben wir. Komm, wir gehen mal hier ran. Und schlagen jetzt einfach noch gegen den Sommerritter. Einmal, zweimal. Todesbann. Und jetzt machen wir mit Schwung noch einen Schlag. Das hatte ich gehofft, dass das reicht, um ihn rauszunehmen. Dem ist aber nicht so. I serve the Ninth Legion. For victory. Komm. Holen wir uns noch einen Schwung. Jetzt reicht's. Okay. Das heißt, er stirbt. Und die machen mal noch ein paar Meter. Und Octavius. Ja, hier bleiben wir stehen. Zug beenden. Okay, er geht auf Scorpio geschützt. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. So, dann sind wir dran. Mit einem Schritt können wir uns eventuell so stellen, dass wir beide treffen. Ja. Zu viel Rüstung hier, der Bursche. Okay, hier haben wir jetzt natürlich wenig Aktionspunkte, weil man mit allen den... aber der Sprung geht trotzdem. Komm, ran hier. Was soll der Geiz? Und wir haben ja drei Schilde, also von daher bringen wir ihn hier hin. Gut, Zug beenden. That's gonna leave a mark. Und wir sind schon wieder dran. Sehr gut. So, er bekommt hier seine Rüstung langsam, aber sicher runtergekämpft. Ja, das sind jetzt sind's unzerstörbare Rüstungen. Dasselbe droht natürlich hier. Limb by limb. Die letzten Rüstungspunkte können wir ihm nicht nehmen, aber das macht nichts. Wir kriegen ihn so. Und er stirbt jetzt. Ne? Das heißt, Remus ist frei. Remus kann sich auch durchaus die Attacke leisten, weil er ja immer noch das Schild hat. Und Gaius Mentor geht hier an den letzten ran. Und ja, komm, wenn wir jetzt die Punkte haben, können wir auch drauf. Er weicht aus. Ist aber nicht schlimm, er stirbt ja, ne? Er stirbt. Na. Doch, war okay. Können wir nämlich jetzt den... Nein, ach, weil ich schräg gelaufen bin wieder. Dämlich, aber dann können wir zumindest das Banner stellen. Gibt uns Rüstungspunkte. Er verfehlt, ausgewichen, verfehlt und ein Rüstungspunkt. Ja, das ist sehr, sehr überschaubar. Bringen wir es zu Ende. Spring hier nicht weg. Feuer. Und wir toppen das Ganze, machen es nochmal.
grovel and und damit beg. Sollten wir es ja eigentlich schon haben. Das ist ein Distanzangriff, oder? Von hier? For the Ninth Legion. Jawohl. Oh, dem weicht er aus, aber jetzt machen wir Schwung und machen Distanzangriff. Und damit ist er tot. Also in der nächsten Runde, im nächsten Zug, wäre er tot, aber wir schlagen jetzt noch einmal zu. Zweimal. Yes, this is me, weicht wieder aus. Kriegen wir es mit dem Scharfrichter? Ha, bringen wir es zu Ende mit den Zivis. Gut, wir haben hier, was haben wir hier wieder? Oh, die Flinkheit, die war das letzte Mal ganz cool für Octavius Remus. Die nehmen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal. Lager. Lager, Feuer, 3 Stück. Brauchen wir bisher absolut nicht. Suche die Sili. Da laufen wir jetzt hin. Allerdings würde ich sagen, den Kampf... Den nächsten machen wir dann in der nächsten Folge morgen. Und dann ist die Karte ja schon... Was hat er denn entdeckt gerade? Da liegt was. Filling the Legion's coffers. Okay, hier wäre... Hier wäre ein Lagerfeuer. Ah, hier geht's auch zu den Ruinen, da waren wir allerdings schon. Gut. Ja, die ist ja schon wieder weitestgehend durch die Karte. Hier gibt's den letzten Sili-Kampf. Was hat er jetzt wieder entdeckt? Eben hat er doch nochmal was angesagt, oder? Liegt hier irgendwo Beute, die ich noch nicht gesehen habe? Ah, was ist das? Ein Menhir, ein Stein, der von den Anhängern der alten Götter aufgerichtet wurde, um heilige Schätze zu beschützen oder alte Flüche fernzuhalten. Na, Leute, ihr wisst, ich bin neugierig. Sehen wir nach, was darin ist. Natürlich kommen Silis. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber klar, das mussten wir uns anschauen. Den Kampf, den machen wir dann morgen. Sommerbrut mehrere. Wir haben einen Sommerhauptmann. Also die Qualität der Sili wird ein bisschen besser. Es sind keine Frühlingsbruten mehr. Es sind jetzt schon Sommerbruten. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.